Es ist Mittwoch, der 20. September. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, der Nachrichtentalk. Wir sprechen über die aktuelle Lage in Lampedusa, aber auch über circa 1 Million Wohnungen fehlen in Deutschland. Warum sich diese Notlage noch verschlimmern dürfte, gleich. Wir sprechen über die Talkshows im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, deren Budgets und Kosten und zwei Gebäude, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Peinliche Panne, liebe CDU. Darüber spreche ich natürlich nicht alleine, sondern mache das wieder mit meinen wunderbaren Gästen. Diesmal mit dabei Unternehmer und Finanzexperte Ben Mudlak. Unter ökonomischer IQ finden Sie auf YouTube mehr von ihm. Sie ist Buchhändlerin, Verlegerin und sitzt für die Freien Wähler im Dresdner Stadtrat. Susanne Dagen ist wieder bei mir. Und Sie kennen sie. Natürlich die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats, einer unserer Stammgäste, Caroline Bosbach, ist wieder da. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich darf Sie auch heute wieder durch die Sendung führen. Freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Lampedusa hat den Notstand ausgerufen. Mittlerweile 130.000 Menschen haben sich von Nordafrika auf den Weg übers Mittelmeer in Richtung der italienischen Insel gemacht. 6.000 Einwohner hat Lampedusa. Das ist die Zahl, die vergangene Woche an nur einem Tag gekommen ist. Mein Kollege Jan Caron war dort und seine Dokumentation Lampedusa – Ansturm auf Europa können Sie jetzt sehen auf news.de und wir schauen mal rein. Es ist an der Zeit, genug zu sagen. Die Leute hier sind müde und wollen es nicht. Wir wollen diese Form der Zuwanderung nicht. Und Deutschland trägt eine große Verantwortung, weil es 2015 die Grenzen geöffnet und 1 Million Menschen aufgenommen hat. Ich liebe italienische Frauen. Sie sind schlank. Alle wollen nach Deutschland. Weil Deutschland das Land ist, das Flüchtlingen am meisten hilft, ihnen Arbeit und ein Haus gibt. Ja, es sind die Bilder, über die gerade Europa spricht, Europa diskutiert und vor allen Dingen es wieder zeigt, dass wir in der EU uns nicht einig sind. Frankreich hat heute bekannt gegeben, sie wollen niemanden aus Lampedusa aufnehmen. Am Montag hat Bijan Cesarei, Generalsekretär der FDP, verkündet, er wird sich dafür einsetzen, dass wir keine Flüchtlinge aus Lampedusa aufnehmen bzw. aus Italien aufnehmen. Österreich möchte eine Grenzkontrolle einführen in Richtung Italien, plant das zumindest. Wird Europa oder kann Europa scheitern an den Bildern, die wir da sehen in Italien, Frau Dagen? Naja, das Problem haben wir ja eben nicht nur in den Kleinstädten, in den Kommunen. Wir haben das im ganzen Land natürlich, aber die Kommunen ächzen eben am allermeisten darüber. Sie haben mich ja anmoderiert, dass ich im Stadtrat in Dresden sitze. Wir haben das Thema also ganz explizit auf dem Tisch. Und wir werden ja heute im Laufe der Sendung auch nochmal über das Thema Vonovia sprechen. Und alles gehört irgendwie miteinander zusammen. Interessant ist natürlich, dass in diesem kurzen Beitrag, den Sie gezeigt haben, Deutschland als das Land bezeichnet wird, was den Flüchtlingen Arbeit und ein Haus gibt. Und das ist natürlich das verheerende Signal, was gesendet worden ist. Und wir haben eben ja schon seit 2015 eine Unmenge an Menschen und vornehmlich männliche Einwanderer, die eben vor allen Dingen in unsere Sozialsysteme einwandern. Das ist das Problem. Wir haben eben nicht nur die Raketenforscher und die Chefärzte, sondern wir haben eben all diejenigen, die jetzt vor allen Dingen die Sozialsysteme belasten. Also insofern weiß ich nicht, inwieweit wir uns in Europa darüber noch einig werden können, wobei auch da das Thema natürlich nicht Europa ist, sondern vor allen Dingen EU. Das wird immer so sehr gerne durcheinander gebracht. Und wenn ich höre heute ganz aktuell, dass Frankreich eben keine weiteren Migranten annehmen möchte, ja, dann ist das ein verheerendes Signal, auch das. Caro, das Thema ist uns bekannt. Die Debatten werden ähnlich geführt seit 2015 und
Die Antworten sind im Grunde genommen fast dieselben wie 2015. Am Wochenende war Ursula von der Leyen da, spricht davon, dass es ein gesamteuropäisches bzw. eine EU-Antwort geben muss mit Solidarität unter den Ländern. Passiert ist praktisch in diesen 8 Jahren gar nichts, oder? Es ist viel zu wenig passiert. Auch das, was wir gerade sehen, das nimmt ja erstaunliche Züge an. Fangen wir mal erstmal bei den Bildern, die wir eben gesehen haben. Die sind ja beeindruckend und zwar nicht gerade im positiven Sinne. Wir haben ja auch kurze Zitate auch gehört, kurze Ausschnitte, aus denen ganz klar erkennbar, wo hier die auf jeden Fall eine große Mitschuld liegt und die ist bei uns selber. Also wenn wir ständig entsprechende Signale aussenden, es ist menschlich, natürlich kommen diese Leute, das ist doch völlig klar. Mhm. Und was ich verstärkt mitbekomme, jeden Tag auf der Straße, Sie werden es auch als Kommunalpolitikerin, spreche mit vielen Unternehmern, mit vielen Bürgern ja auch, keiner versteht mehr, was hier los ist. Ja, ich meine, Migration ist das Thema. Es gibt also für mich ist gerade kein anderes Thema so präsent, weder medial noch gesellschaftlich. Es ist ein wahlentscheidendes Thema und wir stehen vor einigen Wahlen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, Caro, du beschäftigst dich so viel damit, du bist in der Politik tätig. Warum verstehen die das nicht? Und dann sage ich immer, natürlich verstehen die das. Die sind unsere Linken und Grünen Gutmenschen gemeint. Und ich sage, die wissen das alles ganz genau. Aber die opfern das Ganze auf dem Altar eines vermeintlichen Gutmenschentums, muss man immer wieder sagen, weil die Probleme werden ja nicht gelöst, sondern verschärft. Einen leichten Knall dürften Sie zumindest schon gehört haben, wenn man sich anhört, was Ricarda Lang zu dem Ganzen gesagt hat. All das hilft im Umgang mit den Menschen, die bereits da sind. Aber um zu verringern, dass immer mehr Menschen ankommen und vor allem auch um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt die im Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern. Hier ist Joachim Stamp als Migrationsbeauftragter zuständig. Wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und von Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen angeht. Das klingt doch ganz anders, als es früher klang, oder? Ja, Leute, das passiert immer, wenn gute Ideen auf Realpolitik treffen. Ne? Das ist oder auf reale Verhältnisse. Selbst die Grünen, wenn die selbst schon merken, dass es so nicht mehr geht, ja, da muss ja richtig was passiert sein. Und man sieht auch an so einem Zitat von Ricarda Lang, wie krass der Druck ist. Wie enorm der Druck steigt, dass sie selber merken, uns wächst das über den Kopf. Hier bricht gerade etwas über uns ein. Hier bricht gerade etwas über dieser Gesellschaft, über diesem Land ein, was wir nicht mehr kontrollieren können. Wenn selbst die Grünen merken, dass die Situation außer Kontrolle ist, dass sie das nicht mehr schaffen zu regulieren, auch die Menschen ruhig zu halten, auch in diesem Land, dann wissen wir schon, dass die Situation wahrscheinlich noch sehr viel ernster ist und noch sehr viel ernster wird, als wir es uns gerade vorstellen können oder gerade sehen. Auch Bundespräsident Steinmeier hat sich geäußert und sagte, Deutschland ist an seiner Belastungsgrenze. Und auch der ehemalige Politiker Wolfgang Schäuble hat sich gemeldet und hat Folgendes gesagt. Wenn wir den Menschen, von denen nicht feststeht, dass sie auf Dauer hier bleiben können, höhere soziale Leistungen anbieten als andere europäische Länder, brauchen wir uns nicht darüber zu beklagen, dass in einem Europa offener Grenzen die Menschen am liebsten alle nach Deutschland kommen. Die Menschen sind nicht blöd. Und deswegen brauchen wir in einem Europa der offenen Grenzen ein gemeinsames Maß an Sozialleistungen für diejenigen, von denen ich feststehe, dass sie dauernd hierbleiben können. Da spricht er doch einen wunden Punkt an. Wir haben es auch in der Doku gesehen, in einem kleinen Ausschnitt. Die Pull-Faktoren. Herr Mudlak, sehen Sie das auch so, dass es vor allen Dingen in Deutschland ist mit seinen attraktiven Sozialleistungen, die für diesen Pull-Faktor zuständig ist oder verantwortlich ist? Ja, also ich bin geneigt zu sagen, dass man, wenn man menschliches Verhalten verstehen will, dann muss man sich anschauen, welche Anreize vorherrschen. Mhm. Und es ist gerade angeklungen, dass auch der ein oder andere jetzt anders eine andere Rhetorik anschlägt als vorher seitens der Politiker, weil die natürlich stimmmaximierend arbeiten wollen. Auf der anderen Seite, warum kommen die Menschen? Es gibt verschiedene Beweggründe. Und ein Beweggrund ist natürlich ganz klar, weil wir haben die höchsten Abgaben und Steuern- und Abgabenlast weltweit. Das heißt, wir locken schon mal nicht die Top-Performer aus den MINT-Fächern an. Und wir haben, Bürgergeld und Co. wurden gerade erhöht, locken natürlich dann eher die Leute, die nicht arbeiten wollen, an. So leid es mir tut, muss man das leider sagen. Das muss man konstatieren, dass wir da ein Fehlsignal senden. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir hier
ja, nicht nur in diesem Meer versinken zum einen, zum anderen verlieren wir auch Menschen, die hier etwas leisten wollen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind 25 oder Ende 20, sind top ausgebildet. Sie gucken sich das an, mit indirekten Steuern haben Sie eine Abgabenlast von 70%, ja, wenn Sie angestellt sind als Durchschnittsverdiener. Und dann, wenn der Aufzug bis oben durchfährt, dann sagen Sie, da gehe ich lieber woanders hin, wo ich besser behandelt werde als, also intellektuell, der Aufzug bis oben durchfährt, meine ich. Dann geht man woanders hin, wo man eben als Leistungsträger besser behandelt wird. Und ich glaube, dass das auch ein großes Problem ist an der Stelle, dass diese Menschen, die da kommen, nicht wirklich leistungsbereit, leistungswillig sind, dass wir viele Leistungsträger verlieren. Und das passiert aktuell, wenn wir das so, wenn wir das aktuell mal zu Ende denken. Ich will das jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber wir müssen aufpassen, dass wir alle, die wirklich leistungswillig sind, hier im Land halten und dass wir die Fehlanreize abstellen. Letztes Jahr sind 132 Milliarden Dollar an Unternehmenswerten in andere Länder transferiert worden. Das heißt, wir haben einen Wahnsinnstransfer an der Stelle, dass das Kapital das Land verlässt. Der Kapitalstock schmilzt dahin und das ist extrem gefährlich. Da müssen wir auf jeden Fall umsteuern. Und ich meine, wir haben ja jemanden am Tisch, der politisch, oder wir sind ja beide da sehr erfahren, würde mich ja eher als apolitischer Mensch bezeichnen, beobachte das eher so aus der neutralen Rolle. Aber ich bin da wirklich... man muss sich da Sorgen machen und man muss auch selber sich die Frage stellen, ob das für mich noch das passende Land ist. Ich sage Ihnen das ganz offen. Wir können aber nicht abstreiten, dass einfach wahnsinnig viele Menschen hier hinkommen. Und was mich stört, wir haben halt nach wie vor keinen Plan, wie wir mit denen umgehen. Mhm. Wir haben keinen Plan, wie wir sie integrieren wollen. Wir haben dementsprechend auch in Folge keinen Plan, wie wir sie in Arbeit bringen möchten. Und dann wieder, das kann man gerne zu Ende denken, alle daraus resultierenden Probleme, wir haben es eben schon gehört, Wohnungsbau, ein weiteres Thema heute, Knappheit, all das greift ineinander. Und das lässt mich wirklich sehr irritiert zurück in allerhöchstem Maße, dass wir das sowohl in den Merkel-Jahren, ich möchte jetzt nicht alles auf die letzten anderthalb Jahre auf die Ampel schieben, das wäre einfach falsch, warum man auf diesem Auge so blind ist, weil man ja auch nicht versteht, dass man den Menschen damit keinen Gefallen tut. Wir tun ja gerade so, als kommen die und, wir finden, haben hier ein Land, wo Milch und Honig fließt. All das ist ja längst nicht mehr der Fall. Und wir würden gut dran tun, uns auf uns zu konzentrieren, gucken, dass wir unsere eigene Stärke behalten, denn nur aus dieser eigenen Stärke heraus, dann können wir auch anderen helfen. Wir haben jetzt gerade gehört, dass einige uns bekannte Politiker dazu reden, dass sie ihre Rhetorik verändert haben. Und das ist ganz ehrlich ein Schlag ins Gesicht. Weil diese Themen und auch das, was daraus folgt, konnte man wirklich schon viel, viel früher sehen. Und all diejenigen, die sich kritisch zum Thema Migrationspolitik geäußert haben, haben eigentlich ein Sprechverbot erfahren, beziehungsweise wurden diskreditiert, wurden denunziert und wurden in die sogenannte rechte Ecke reingebracht. Das halte ich für hochproblematisch. Und nur weil wir im nächsten Jahr ein paar Kommunalwahlen haben und ein paar Landtagswahlen und im übernächsten Jahr dann eben die Bundestagswahlen, wirkt es deswegen nicht umso glaubwürdiger, dass die Politiker eben jetzt, wie gesagt, ich zitiere, eine andere Rhetorik fahren. Also wir sind hier wirklich an einem Punkt angelangt, von dem ich für meine Seite schon behaupten kann, dass ich den schon viel früher gesehen habe und mit mir auch eine ganze Menge anderer Leute. Und das ist eigentlich die große Misere daran. Und was Herr Mudlack auch sagte, über den Exodus, den wir jetzt hier erfahren, den haben wir ja im 20. Jahrhundert gerade von den Leistungsträgern ja schon ganz, ganz oft aus Deutschland heraus gehabt haben. Die guten Leute bleiben nicht hier und das hat Gründe. Lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Migration und wir gehen zu den Kommunen. Die haben die Probleme, Sie haben es schon vorher angesprochen, allein 2023 gab es 220.000 Anträge auf Asyl. Wir haben, glaube ich, 300.000 Menschen hier im Land, die eigentlich das Land verlassen sollten. Richtig. Werden nicht tatsächlich abgeschoben. Das heißt, wir haben ein massives, massives Platzproblem. Ich möchte andere Lösungsvorschläge vorher noch durchgehen, zum Beispiel das dänische Modell. Mhm. Das dänische Modell, dort sind Sozialdemokraten an der Regierungsmacht und die haben einen rigorosen, knallharten Kurs eingeschlagen seit 2015. Die schieben zum Beispiel auch nach Syrien ab.
etwas, was hier im Land, glaube ich, noch ein absolutes Tabu ist. Nicht mal auf Afghanistan kann man sich einigen. Dann haben Sie eine Regelung, die dafür sorgt, dass nicht mehr als 30% Nicht-Westeuropäer in einem Stadtviertel leben dürfen, dass sich sozusagen keine Ghettos bilden. Kinder müssen in den Kindergarten. Wenn sie das nicht tun, werden die Sozialleistungen gestrichen. Es gibt Sonderprämien für Flüchtlinge, die das Land freiwillig verlassen. Und jeder, der kein Anrecht hat auf Asyl, kommt in Abschiebehaft. Wäre das denkbar für Deutschland, dieses System? Es ist zu spät. Also ich glaube, es ist zu spät. Wir haben ja eben nicht nur die Migranten, von denen wir wissen, dass sie hier sind, sondern wir haben ja auch eine ganze Menge, die illegal über die Grenze gekommen sind. Ich meine, ich komme aus dem Land Sachsen. Ja, wir haben eine Grenze zu Tschechien. Was denken Sie, was da los ist, Nacht für Nacht? Wie viele da mittlerweile kommen? Also die Bundesgrenzpolizei ist absolut überfordert von der Situation, in der wir uns jetzt schon wieder befinden. Also ich glaube, es ist zu spät. Das ist natürlich jetzt keine schöne Aussicht, ganz klar. Und das dänische Problem oder das dänische Thema oder die dänische Herangehensweise hätte schon viel früher greifen müssen. Aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wenn man das vor 2 oder 3 Jahren angebracht hat, dann war man der Nazi. Naja, aber die Dänen haben es ja auch 2015 eingeführt, mitten während der ersten Migrationskrise. Aber in Deutschland also eben nicht. Und wie gesagt, den Kommunen wird es verkauft als eine Pflichtaufgabe. Und das ist es eben nicht. Die Kommunen haben ganz klar definierte Pflichtaufgaben. Das ist da, dass sie sich um die Schule kümmern, dass sie sich ums Gesundheitswesen kümmern und dass sie sich ums Verkehrswesen kümmern. Und jetzt kommt auf einmal für die Kommune noch die Pflichtaufgabe Migration dazu. Das ist nicht der Fall und das können die Kommunen nicht leisten. Herr Mutler, Sie wollten, glaube ich, was sagen. Also im Grunde, es gibt ja auch andere Modelle, es gibt Punktesysteme etc. in den USA, in Kanada, ne, das haben wir hier komplett, dem haben wir uns verweigert, dieser Diskussion, dass es zu spät ist. Wobei man sagen muss, das Punktesystem greift für Fachkräfte und nicht fürs Thema Flüchtlinge. Das ist schon klar, aber wir wollen uns ja auch darüber unterhalten, wie wir eben attraktiv sind für, wir müssen uns über viele Ebenen unterhalten, wir müssen attraktiv für unsere eigenen Leute bleiben, wir müssen die ganzen Miseren abstellen, die so da sind, ja. Und müssen natürlich auch anerkennen, dass es so mit dem Konstrukt der offenen Grenzen scheinbar nicht funktioniert. Also ich glaube, das muss man deutlich so sagen, dass es eben nicht möglich ist. Und man kann auch nicht, wenn man sich die Zahlen ansieht, dass NRW mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben soll als Gesamtfrankreich, das ist ein Problem. Ne? Und es wird immer von Solidarität gesprochen. Aber gelebt wird sie nicht, ja. Zumindest wird sie nicht so gewählt, dass es wirklich nicht so eingeschlagen, dass es diesen Verteilungsschlüssel gibt. Ich bin da auch nicht tief genug im Thema, dass ich das jetzt irgendwie aufdröseln könnte. Aber ich vermisse da die Solidarität und die vielbeschworene. Also jetzt noch mal kurz diesem dänischen Modell da zu dem Punkt zurück. Erstmal finde ich es gut, jetzt mal ganz ohne jetzt tief ins Detail zu gehen, dass man überhaupt, was ja für Deutschland auch nicht selbstverständlich ist und für deutsche Medien, dass es überhaupt mal aufgegriffen und thematisiert wird. Es gibt knallhart Lösungen in Nachbarstaaten und die sind damit erfolgreich, Punkt Nummer 1. Dann muss natürlich hingehen, also ich habe mir schon gedacht, man könnte unsere Sozialdemokraten durchaus auch mal mit denen an einen Tisch setzen drüben, aber muss natürlich gucken, du kannst Deutschland und Dänemark nicht vergleichen. Das heißt, dieses Maßnahmenbündel, so wie ich das verstanden habe, mir angeschaut habe, wie die das in Dänemark machen, das kannst du nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen, weil wir haben verschiedene Zuständigkeiten. In Dänemark kannst du besser durchregieren. Wir haben ja Zuständigkeiten dieses Maßnahmenbündels zum Teil auf Kommunal-, teils auf Landes-, teils auf Bundesebene. So, das ist der erste Punkt. Der zweite, wenn du dir, was mir in der medialen Darstellung ein bisschen gefehlt hat, das ist nicht nur ein Repressionssystem, was ja durchaus erfolgreich ist, das kann man sich nicht abstreiten. Ja, die Dänen fahren damit ja einen Kurs, der absolut auch pragmatisch ist, auch wenn er hart ist, ja, aber er führt ja zu etwas. Sondern es ist auch ein Anreizsystem. Beispiel Arbeitsaufnahme. Das heißt, bei uns ist es völlig egal, ob du arbeiten kannst oder willst. Du wirst es erstmal nicht können in allermeisten Fällen. Und wenn du es dann tust, auch wieder, das ist Deutschland, wird das wieder verrechnet mit den Sozialleistungen. Das heißt, warum soll ich das denn machen? Die Dänen machen das genau andersrum. Die sagen, wenn du hier nicht zügig in Arbeit kommst, dann werden die entsprechenden Leistungen gekürzt. Und das ist das, wo ich sage, lass uns doch mal darüber sprechen. Ja, weil das natürlich jetzt klingt jetzt alles der Knallhartkurs der Dänen und das ist super repressiv. Ich finde aber, wenn man das Narrativ mal ändert und sagt,
wir sorgen dafür, dass dadurch Menschen integriert werden, Arbeit kommen und dann auch was, irgendwas dazu beitragen können, fehlt mir in der Diskussion total. Klar, wir können und müssen über Abschiebung sprechen. Natürlich müssen wir über den Schutz unserer Außengrenzen sprechen. Aber wie wir das, wenn die Menschen da sind, weil Sie auch gesagt haben, es ist schon fast zu spät, was wir denn mit denen machen, die jetzt da sind, da könnten wir uns auch mit den DNA austauschen. Aber wie lange soll das dauern? Also ich meine, ich muss jetzt den Verwaltung. Also ich weiß mittlerweile, wie Verwaltung funktioniert. Ja, ich auch. Das geht eben nicht zack, zack. Und ich glaube, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Gut, aber das ist ja jetzt kein Grund, nicht zu sagen, wir brauchen, müssen trotzdem perspektivisch gucken, dass wir Lösungen auf finden, jeden weil das Problem wird Fall. Nicht verpuffen. Ja, wir müssen auch lösungsorientiert agieren und ich komme nochmal auf die Wahlen zurück. Wie gesagt, wir haben im nächsten Jahr Kommunalwahlen und wir haben im übernächsten Jahr Bundestagswahlen und das wird sich entsprechend niederschlagen. Nicht umsonst ist die Rhetorik mittlerweile verändert worden. Ja, aber die Probleme gibt es ja jetzt, also Sie müssen ja jetzt handeln. Und von dem her, Sie sagen immer, es ist zu spät, zu spät, zu spät. Aber wie reagieren Sie dann im Stadtrat? Sagen Sie da auch Leute, kommt naja, gar nicht also mehr, wir haben im Stadtrat schwierige Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, wir haben Zufallsmehrheiten. Und wir haben eben bis jetzt auch ein Wunschdenken, wie wir es auf Bundesebene natürlich kennen, von Grünen und Linken, die all diese Bedenken vom Tisch wegwischen, weil sie eben glauben, dass sie es schaffen. Aber wir schaffen es nicht und das haben wir, wie gesagt, jetzt eigentlich ja, als Misere vor uns liegen. Haben Sie denn eigentlich bei Ihnen in der Stadt noch Platz, Aufnahmekapazitäten? Nein. Also wir haben uns in der Stadt Dresden entschieden, das heißt, wir haben dem nicht zugestimmt. Wir haben gesagt, wir haben keinen Platz, hier die Migranten in entsprechende Hotels einzusiedeln, beziehungsweise in Wohnungen oder in irgendwelche anderen großen Gebäude, sondern wir haben gesagt, wir machen das Beispiel Leipzig und bilden Zeltstädte. Das hat man rundweg aufgrund der Tatsache, dass es natürlich kein Komfort und kein Luxus und überhaupt kein wirklich menschenmögliches Leben bietet, hat man das abgelehnt. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir als Kommune uns wahrscheinlich verschulden werden müssen, wie viele andere Kommunen eben auch. Und da muss ich sagen, ich habe selber zwei Töchter, ich habe selber zwei Kinder, wie viele andere eben auch Kinder haben. Und da blutet einem das Herz, wenn man sagt, was für ein Schuldenberg und was für eine Situation hier in Deutschland übergibt man seinen Kindern. Was ist die Zukunft? Sie haben schon angesprochen, andere Kommunen lösen das anders. Man liest öfter von Hotels, die sozusagen zur Verfügung gestellt werden auf Kosten der Steuerzahler. Aber in Berlin gibt es auch unter anderem ein Neubauprojekt in Charlottenburg. Dort werden Wohnungen gebaut, sehr rares Gut aktuell und Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Und mein Kollege Marc Sierz-Putowski war vor Ort und hat sich dort mal umgehört, wie es die Leute finden. Und die haben dafür kein Verständnis. Einen haben wir vorbereitet, den spielen wir mal ab. Was ich nicht verstehe, ist, dass hier Leute eine Eigentumswohnung kaufen für einen Quadratmeter 7.000 Euro am Wasser, sich freuen in Charlottenburg, dass sie endlich mal einen schönen Standpunkt haben, aber daneben dann ein Gebäude errichtet wird für 250 Ausländer, die praktisch parallel anwohnen. Und was ich auch nicht begreife, ist, dass in diesem Land Millionen rein sollen. Das Land ist voll, das Boot ist voll, die lernen schon kleine Kinder und dann fällt man eben bordüber. Und politisch ein Drittel der Bevölkerung außen vor zu lassen, weil man sagt, das sind ja AfD-Wähler, geht meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen haben wir eine Demokratie. Und dann kann ich nicht einfach ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands, die eine andere Meinung hat, außen vor halten. Ist so eine Art Müdigkeit entstanden, Politikmüdigkeit, dass alle sagen, na, was soll ich ändern alleine? Es ändert sich ja sowieso nichts. Aber wenn diese Stimmung kippt, von es ändert sich nichts oder es wird ja nichts passieren. Denn, Er ist richtig sauer, ey. Ja, er spricht viele Punkte an. Also es ist immer schwierig, Leid gegeneinander aufzuwiegen. Und natürlich, die Flüchtlinge, die hier ins Land kommen, brauchen irgendeine Form der Unterkunft. Ob sie hätten reinkommen sollen oder nicht, ist eine andere Debatte. Aber die hier drin sind, müssen ja irgendwo hin und müssen leben. Genauso verstehe ich auch die Leute, die das Gefühl haben, um die anderen wird sich gekümmert, um uns nicht. Wir haben keine Wohnungen, wir haben keinen leistbaren Wohnraum mehr.
die kriegen Neubauwohnungen zur Verfügung gestellt. Wir können uns das Essen kaum mehr leisten im Supermarkt. Inflation, alle Mindestlohnbezieher dürften sich das denken. Die bekommen Bürgergeld und leben in fast ähnlichen Standards wie ich, der 40 Stunden arbeitet. Hat da die Politik zu lange zugesehen, ohne klare Antworten auf diese Wutfragen zu geben? Also im Grunde haben wir ja nicht nur die Spaltung an der Stelle jetzt zwischen Menschen, die eingewandert sind, sondern wir haben ja auch die Spaltung zwischen Menschen, die es in Deutschland, die in Deutschland Leistungsempfänger sind, und Leistungsträgern. Da haben wir die Spaltung. Also wir steuern hier auf einen sozialen Unfrieden zu. Wir haben das gesehen, der Mann hat da durchaus auch einen, der war extrem sauer, ne? Genau. Und solange das noch so ist, dass die wirtschaftliche Situation, wir laufen in eine Rezession, befinden uns mittendrin, wenn das noch schlimmer wird, dann kommt es unweigerlich zu Verteilungskämpfen. Nicht nur auf der Ebene, sondern auch auf der anderen Ebene. Und das ist die große Gefahr, die ich auch sehe. Ne? Weil wie kann das bezahlt werden? Es kann nur bezahlt werden durch neue Schulden. Dann entsteht eben neues Geld, Inflation. Und darüber wird dann halt die Teuerung, die dann wieder anspringt. Ne? Also das ist im Grunde ist das ein Fass ohne Boden an der Stelle. Und diese utopischen Methoden, am Montag hattet ihr die wunderbare Sendung mit dem Giuseppe Grazia, diese utopischen Methoden wären in der Form nicht darstellbar, wenn man eben mit nur aus Steuermitteln das bestreiten müsste. Mhm. Also durch das Geldsystem haben wir da eigentlich ein großes Problem aus meiner Sicht, dass das Geld keine Rolle spielt, beziehungsweise dass die Rechnung erst später aufgemacht wird, wenn die Teuerung eben anspringt. Ne? Und Thema Wohnraum, da haben wir ja schon gesehen, was da mit den Preisen passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und ein Grund dafür, den besprechen wir jetzt. Aktuell fehlen knapp 1 Million Wohnungen in Deutschland. Großmundig hat der Bundeskanzler versprochen, es werden jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden. Geworden sind es im vergangenen Jahr lediglich 295.000. Und dieses Jahr dürften es deutlich weniger werden. Laut Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch liegt der Bedarf bei 700.000 im Jahr. Nicht zuletzt wegen der Zuwanderung. Wir haben es ja gerade besprochen. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft für den angespannten Markt. 60.000 bereits geplante Wohnungen werden nicht gebaut. Grund: die explodierenden Kosten. Caro, drösel uns mal auf. Woran liegt das alles? Wir haben die Baukosten, die explodiert sind, Zinsen und so weiter. Hast du schon mal zwei wesentliche Faktoren genannt. Dazu kommen natürlich auch die sogenannten Effizienzstandards. Ja? Wir müssen ja hier ordentlich dämmen, ja, im Namen des Klimaschutzes, ja, ganz wichtig. Wir stellen nur fest, dass sich die Ziele, die sich diese Regierung setzt, ja, auf der einen Seite sollen immer mehr Menschen rein, dann sollen immer mehr Wohnungen gebaut werden, was aber nicht funktionieren kann unter diesen Voraussetzungen. So, und genau das sehen wir gerade. Diese x-100.000 Wohnungen, die 400.000, die jedes Jahr gebaut werden sollten, sind wir meilenweit von entfernt. Ich glaube, es waren 177, also einfach mal weniger als 50% Zielerreichung in diesem Moment. Ich kann nur sagen, mit dieser Regierung werden auch keine Wohnungen in Zukunft gebaut werden, weil mir keine Regierung bekannt ist, die es so in so einem Ausmaße schafft, sowohl Kosten als auch Bürokratie, weil nichts anderes ist es ja, es so derartig in die Höhe zu treiben, dass hier Branche für Branche abschmiert. Und ich finde tatsächlich, dass das ein Sozialskandal ist, dass vor allem diejenigen, die sich immer als sozial maskieren, jetzt genau dafür sorgen, dass die Menschen entweder auf der Straße sitzen. Ja, ich meine, dann gehst du wieder hin, dann sagt Robert wieder, ja, denen geht's nicht schlecht, die können jetzt nur einfach nicht mehr mieten. Ja, also genauso wird's ja dann wieder kommen. Und Hat er nicht gesagt, muss man dazu sagen, hat er nicht gesagt. Natürlich aber hat er das nicht gesagt. Sie hat's adaptiert. Ich hab's jetzt mal übersetzt. Genau, nochmal kurz zurück zum Thema Effizienzstandards. Also hier beißen sich diese Ziele, vor allem wir wollen Klimaschutz betreiben. Ich bin nicht gegen Klimaschutz, aber ich bin gegen Klimaschutz, der im Promillebereich wirkt und dafür sorgt, dass man wirklich schlagkräftige Maßnahmen und Ziele, die man wirklich erreichen muss, wie mal eben wirklich kräftig mehrere hunderttausende Wohnungen, wir sprechen nicht von 400.000, das ist pro Jahr, ja, die brauchst du einfach auch in den Folgejahren. Wie wollen wir das schaffen? Wo wollen wir mit den Menschen hin? Also vor allem, damit gebaut wird, müssen wir ja auch freie Marktkräfte haben. Das heißt, der Mietendeckel wirkt dem schon mal komplett entgegen. Ja. Ja, es ist komplett unattraktiv, in Regionen zu bauen, wo der Mietendeckel... Ich würde auch nicht mehr bauen. Und dann ist das nächste Thema, dass das Privateigentum ja auch nicht gesichert ist durch die ganzen verschiedenen Gesetze. Wer weiß, was da noch kommt? Wo hört das auf? Also wer soll da aus dem Ausland in Deutschland investieren? Wer soll
das, was ich gerade gesagt habe, dass halt 132 Milliarden Dollar das Land verlassen haben, das hat ja Gründe. Ne? Das sind eben Fehlanreize. Und ich finde auch die Debatte, wie sie geführt wird, dass gesagt wird, das ist die Zielsetzung, wir bauen so viele Wohnungen. Es ist überhaupt nicht die Aufgabe des Staates, dass er Wohnungen baut. Also wenn ich jetzt mal von einer Minimalstaatsdefinition ausgehe, innere, äußere Sicherheit, ein gesunder Rechtsrahmen, Wohnungsbau sehe ich da nicht. Ja? Und auch das Thema soziale Gerechtigkeit und dass das so etikettiert wird. Letztes Jahr wurden die Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Die werden natürlich auch vornehmlich durch neue Schulden bezahlt. Die neuen Schulden inflationieren die Geldmenge. Dadurch kommt es zur Teuerung. Jetzt dieses Jahr am 1.12. wird die Maut verdoppelt. Was meinen Sie, was da passiert? Ja, dann schlägt sich auf alles, was transportiert wird, wird teurer. Wasser, alles Mögliche. Mhm. Und das trifft überproportional diejenigen, die ohnehin eher geringe Löhne haben, weil die Relationen halt anders sind. Und das ist das Problem. Also beim Wohnungsbau, klarer Fall, die alten Kalkulationen sind dahin durch die gestiegenen Materialkosten. Dann arbeitet die EZB jetzt auch voll in die Rezession hinein, indem sie die Zinsen anhebt und das noch verschlimmert, die Lage, weil sie halt immer noch versucht, die Teuerung zu bekämpfen. Also da sehen wir, dass Geldpolitik ein Zirkelschluss ist an der Stelle und die einfach nicht funktioniert, weil sie die Katze in den Schwanz beißt, buchstäblich. Und ja, natürlich die Regulierung und die Bürokratie, das wirkt hemmend einfach auch noch. Und es geht ja nicht nur um die Neubauten, es geht ja auch um den Erhalt der bisher bestehenden Immobilien, ob die nun in kommunaler Verwaltung oder ob die im Privatbesitz gewesen sind. Also das Problem ist, dass wir hier in meinen Augen auch die Tendenz der schleichenden Enteignung haben. In dem Moment, wo nämlich Hausbesitzer dazu verdonnert werden, bestimmte effizienzsteigernde Maßnahmen an ihrer Immobilie vorzunehmen. Das ist ein Riesenproblem und das muss man auch ansprechen dürfen. Ich meine, das hat vor ein paar Jahren schon angefangen, wenn die Straßensanierungskosten umgelegt worden sind an die Anrainer, an die Immobilienbesitzer und so weiter. Also das hat ja immer nur eins aufs andere draufgesetzt. Aber jetzt ist die Situation so, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, mich interessiert natürlich, was machen wir mit den Immobilien, die zum Beispiel unter Denkmalschutz stehen. Also momentan atmen diejenigen noch ganz tief durch und sagen, okay, wir können keine Wärmepumpe einbauen, wir können keine Solarpaneelen aufs Dach bringen und so weiter. Aber wie gehen wir mit unserem materiellen Erbe um? Auch das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Sind wir überhaupt in der Lage, die Dinge in der Form noch erhalten zu können und vor allen Dingen erhalten zu wollen? Und wenn ich mir jetzt die Tendenz anschaue, dass man versucht, von Seiten der Politik Anreize zu schaffen, dass ältere Herrschaften aus ihren Wohnungen ausziehen, damit sie Platz machen für junge Familien, dann ist das also wirklich, das ist unsäglich, ja. Da sind wir in meinen Augen auch wiederum auf dem falschen Weg. Also ich bin ja heute hier ein bisschen der Buhmann, aber alles das, was mir, wie gesagt, täglich eben im kommunalen Bereich begegnet, spricht da eben eine wirklich andere Sprache als die Sprache des Optimismus. Und generell ist es vielleicht auch wichtig, sich mal darauf zu besinnen, wo der Wohlstand herkommt. Also wenn man sich den Freedom Index der Heritage Foundation anschaut oder vom Fraser Institute, dann ist da, wo die unternehmerische Freiheit am größten ist, da ist auch der Wohlstand am größten. Und wenn Wohlstand da ist, ist keine Armut da. Und Armut ist eben extrem schlecht auch natürlich für die Umwelt, weil dann fliegt der Müll überall hin, buchstäblich gesagt. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist die Tatsache, weil Deutschland dabei in diesem Ranking immer weiter absackt, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was dieses Land groß gemacht hat. Mhm. Eine möglichst freie Marktwirtschaft, nicht diese Bruchteilsmarktwirtschaft, die wir aktuell haben, mit einer Staatsquote deutlich über 50%. Das heißt, jeder zweite Euro geht durch die ineffizienten Hände des Staates. Ja, das ist Verschwendung. Und mir braucht keiner irgendetwas von Umweltschutz erzählen und diese Ressourcenverschwendung betreiben. Ja, da müssen wir hinkommen, dass wir wieder die Staatsquote senken, dass wir marktwirtschaftliche Strukturen etablieren, dass wir natürlich auch über das Geldwesen sprechen, auch wenn das heute nicht das Thema ist. Aber wir brauchen marktwirtschaftliche Strukturen, wir brauchen unternehmerische Freiheit. Und das beißt sich eben mit all dem gerade Genannten. Und Herr Mutter, da kann ich Ihnen sagen, da werden wir mit dieser Regierung nicht mehr hinkommen. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der ganz klar sagt, er will unsere soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft umbauen. Wenn ich das höre, bekomme ich wirklich, da kriege ich Schweißausbrüche. Weil was steckt dahinter? Ja, er sagt ja ganz klar, dass quantitatives Wachstum nicht mehr zählen wird und darf. Kann man alles im Jahreswirtschaftsbericht nachlesen. Mhm. Sondern da sollen an diese Stelle sogenannte Glücksindikatoren treten. Wie die das Ganze aber finanzieren sollen, die ganzen Herausforderungen, die vor uns liegen, ist fraglich. Also ich habe mich von dieser kindlichen Vorstellung verabschiedet, dass die Politik da irgendwie Lösungen etabliert. Wir brauchen Erkenntnisgewinn
in der Bevölkerung. Und deswegen sitzen wir ja auch, dass wir halt im Wettbewerb oder über den Wert der besseren Ideen halt sprechen. Und das ist die Marktwirtschaft. Das ist das Modell, was Deutschland groß gemacht hat. Und natürlich ist das klar, dass das da nicht zu erwarten ist. Also das, und wir müssen, glaube ich, auch den Erfahrungshorizont von sehr unterschiedlichen Leuten mit einbeziehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir solche Straßenbefragungen durchführen, obgleich wir immer glauben, meine Güte, wir hören ja immer nur den gleichen Wutbürger. Also es gibt von Tucholsky da das schöne Zitat, das Volk denkt eben meist das Falsche, aber es fühlt das Richtige. Und das ist natürlich auch ein Thema. Und was heißt, es fühlt das Richtige? Es erinnert sich einfach. Ich meine, 17 Millionen Menschen sind aus Ostdeutschland in das große Deutschland mit Wiedervereinigung eingegangen. Und die erinnern sich sehr gut an den Sozialismus, der sich dann eben auch auf dem Immobilienmarkt bzw. auf dem Wohnungsmarkt entsprechend niedergeschlagen hat. Wir sind ja hier eigentlich aus Trümmern gekommen. Also wir brauchen den Sozialismus kein zweites Mal falsifizieren. So ist es. Hier auf deutschem Boden oder ein drittes Mal sogar, letzten Endes. Ich möchte noch einen Punkt reinwerfen, der dann die Gefühlslage vielleicht noch mehr sinken lässt. Aber auch ein großer Wohnungsbauer in Deutschland hat kürzlich in einem Interview gesagt, und kombiniert mit der Meldung, die wir hatten, jetzt reden wir von 60.000 geplanten Wohnungen, die doch nicht gebaut werden. Der hat gesagt, es werden gar keine neuen Wohnungen überhaupt mehr geplant, aufgrund der hohen Kosten. Also jetzt sehen wir alte Pläne, die nicht umgesetzt werden. Es werden gar keine neuen Pläne aktuell geschaffen, weil die sagen, bei den Baukosten, bei den Zinsen macht es keinen Sinn. Und die haben keine Planungssicherheit. Auf was laufen wir da gerade zu? In manchen Materialmärkten gelten ja Tagespreise. Also man kann überhaupt nicht kalkulieren. Wenn man so etwas projektiert, dann macht man das ja über einen Zeitraum von einem Jahr und mehr natürlich. Ne? Und man sieht es ja auch, was jetzt mit den Projektentwicklern passiert, die jetzt aufgrund der gestiegenen Kapitalkosten eben vor die Wand fliegen. Ne? Also das ist auch klar, dass die Lawine läuft ja auch. Ne? Naja, und neben den gestiegenen Baukosten und all diesen Dingen kommt eben, und da greife ich nochmal auf das Thema von vorhin zurück, natürlich auch das Thema der gestiegenen Sozialkosten dazu. Mhm. Also natürlich, wir drucken uns das Geld, aber im Endeffekt haben wir nichts in der Hand. Glaubst du, wird da irgendjemand so ehrlich sein, beim nächsten Bundestagswahlkampf in 2 Jahren zu sagen, wir bauen den Sozialstaat ab? Also du hast gerade Ehrlichkeit im Bundestagswahlkampf in einem Satz genannt. Das war natürlich schon mal mutig. Kann ich dir nicht sagen. Also mich überrascht jetzt inzwischen sowieso gar nichts mehr. Wir haben es auch, also du musst natürlich, wir haben das eben schon besprochen, Rhetorik anpassen. Ich denke schon, dass wir eine neue Ehrlichkeit brauchen in allen Bereichen. Und ob das jetzt über das Wirtschaftsministerium passieren würde, würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Nein, ganz im Gegenteil. Was wir ja sehen, was ja immer weiter passiert, wir versuchen ja, die klammern sich ja an dem Feste, was sie glauben, was gerade wichtig und nötig ist. So, das ist Klimaschutz, ist extrem wichtig. Ja, wir haben ungebremste Migration. Wir schaffen das alles unter Kontrolle zu haben und alles miteinander in Einklang zu bringen. Die Realität zeigt etwas völlig anderes. So, und die Leute sind aber nicht blöd. Das heißt, wir sehen ja auch nicht, weil wir uns damit jeden Tag beschäftigen, von Berufswegen, sondern jeder Mensch draußen sieht, dass es nicht funktionieren kann. Das heißt, wir laufen in eine Richtung, die sich so oder so irgendwann von selber erledigen muss. Wir kommen jetzt zu was ganz anderem. Wenn eine Partei sich ein neues Logo verpasst oder eine neue Kampagne entwirft, ist mir das eigentlich keine Meldung wert. Ich halte das für Werbung, die niemanden wirklich interessiert. Ich meine, wen interessiert das neue Logo? Gestern wurde aber wirklich über Blautöne geredet im Journalismus, selbst bei Maischberger. Wobei, dass die Volkspartei Deutschlands, die seit 1999 im Reichstagsgebäude sitzt, seitdem dort der Bundestag beheimatet ist, diesen mit dem Präsidentenpalast in Tiflis verwechselt, ist dann schon eine Erwähnung wert. Das war doch extrem peinlich von der CDU, oder? Warum guckst du mich denn jetzt an? German Vote, ich enthalte mich. Was sagt Georgien eigentlich dazu? Ich weiß es nicht. Kulturelle Aneignungsmeldungen aus Georgien habe ich noch nicht gehört zu dem Thema. Es ist natürlich peinlich, klar. Es ist mehr als peinlich und es zeigt aber den Stressfaktor, der augenscheinlich momentan vorherrscht, dass man sich solche Dinge nicht nochmal
bevor man es freigibt, anschaut. Aber das merke ich immer mehr, dass da mit einer gewissen Lässigkeit in all unseren Bereichen umgegangen wird. Es hat natürlich auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Es hat damit zu tun, dass man nun endlich mit der neuen Geschichte raus will und so weiter. Aber ich erinnere da an die SPD, war ein kleiner Skandal der letzten Tage, die in ihrem Wahlprogramm ja auch statt 6 Jahre mal 6 Monate geschrieben hat. Also das passiert augenscheinlich. Ja. Das macht es nicht besser und zeigt uns, wie gesagt, dass der Stresspegel extrem hoch ist. Und das finde ich gut. Stress bei Volksparteien finde ich gut. Also haben sie nicht besser verdient. Vielleicht führt uns das auch einfach vor Augen, dass wir die Haftungsfrage mal klären sollten, dass man auch Verantwortung für das Tun und Handeln übernimmt. Ich weiß nicht, ob das ein Dienstleister war vielleicht. Also, ja, es war natürlich eine Marketingabteilung. Ich glaube, beauftragt hat sie ein CDU-Mann aus Charlottenburg. Da denke ich mir, der hätte 3 Euro für ein S-Bahn-Ticket ausgeben können, mit dem Handy hinfahren und fotografieren, wäre besser gewesen, als ein Stock-Footage aus Georgien zu organisieren. 300.000 Euro, habe ich gehört, hat die Kampagne gekostet. Und dann hast du ein Bild drinnen und schon ist alles dahin. Wenn sie es wenigstens selber bezahlen würden. Na, tun sie auch. Also ich glaube, das wird aus der Parteikasse gezahlt. Einen Tweet möchte ich dazu noch bringen, weil das Türkis mir natürlich bekannt vorkam. Das war Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler Österreichs, hat sich gemeldet und hat Friedrich Merz zu dieser Kampagne beglückwünscht und vor allen Dingen zur Farbe. Man muss dazu wissen, er hat damals, Sebastian Kurz, die österreichische Volkspartei von Schwarz auf die Farbe Türkis gebracht. Du magst gar nichts sagen zu dem Thema, oder? Sie hat auch Türkis an. Sagen? Sie hat Türkis an. Ich bin gebrandet heute. Wunderbar, dann schauen wir weiter. Es sind neben der Tagesschau die journalistischen Aushängeschilder der ARD, die Politik-Talkshows. Anne Will, Maischberger die Woche, Hart aber fair. Was die Sendungen kosten und die Protagonisten verdienen, ist großteils nicht bekannt. Bis jetzt. Business Insider hat Einblick in vertrauliche Dokumente erhalten. 4.100 Euro kostet eine Sendeminute. Eine Minute. Anne Will. Oder anders gesagt, 250.000 Euro pro Folge. Bei Hart aber fair sind es 195.000. Maischberger 140.000. Und bevor Sie jetzt denken, hui, da ist die Maischberger aber billig, kann ich Ihnen verraten, für nicht einmal 2 Sendeminuten bekommen Sie diese Sendung hier in der ähnlichen Länge. Das ist doch irre, oder, Caro? Die Preise. Wenn es sich noch lohnen würde, wenn es noch gut investierte Kohle wäre, würde ich ja noch nicht mal was sagen. Aber es ist natürlich viel, worüber wir auch in diesen Runden schon gesprochen haben. Es ist viel Haltungsjournalismus, es sind sehr viele erziehende und belehrende Elemente dabei. Du hast ein Problem in diesen Runden, dass du vorher schon weißt, wer wie drankommt, wer wie behandelt wird. Also immer diese gleichen streitähnlichen, ritualisierten Konversationen, wo auch schon viele Menschen sagen, ich gucke das eigentlich nur nicht, weil es mir gefällt oder aus Überzeugung, sondern weil halt kaum Alternativen da sind, gerade was Talks angeht. Ich selber habe ja auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ich komme ja nicht nur sehr gerne hierhin, sondern ich gehe zu jedem, der mich einlädt und habe schon gute Erfahrungen gemacht, habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Kleine Anekdote, weil ihr das gerade am Montag nämlich hattet. Da ging es ja um den Heuler des... Ein Moment, wir schauen uns nochmal an. Heute deine erste Demo, warst du schon auf einer? Ich war schon mal mit Papa auf einer Demo. Und weißt du noch, was das für eine war? Ja, auch so eine von der letzten Generation. Warum möchtest du hier mitlaufen? Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht so irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist oder wo überall Müll rumliegt oder wo überall Klimakatastrophen sind. Mhm. So, das geht. Ja, also einfach von... So, dem Moderator. Ben Bode heißt er, glaube ich. Ben Bode, so, ich weine auch gleich, aber aus anderen Gründen. So, mal kurz, um euch da auch abzuholen. Also ich war eine von 2 Protagonistinnen in dieser Sendung. Es ging um die Klebekids, es ging um Klimapolitik. Ich habe mich da sehr gerne zu geäußert, weil ich die Klimapolitik hier zum Teil für gefährlicher halte als den Klimawandel selber in diesem Land. Und war auch froh, dass ich da für viele, viele Menschen sprechen durfte, die da absolut meiner Meinung auch gewesen sind. Und
Was aber tatsächlich bezeichnend war, dieser Dreh war dann schon spannend. Ne? Also nach den ersten 30 Minuten habe ich gesagt, so, wir machen jetzt hier einen Cut. An diesem Drehtag habe ich zum Produzenten gesagt, wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder Ben Bode schafft es mit mir neutral und ganz normal umzugehen, oder wir wechseln den Journalisten oder die Protagonistin, in dem Fall mich, aus. Weil er gesagt, so funktioniert das nicht. Mhm. Ich bin kein Typ, der schnell meckert oder der sich beschwert, weil ich gerade auch von Öffentlich-Rechtlichen, ich arbeite mit allen gleich gerne, habe aber da schon meine Erfahrung gemacht. Das heißt, ich sage es dann lieber direkt, habe ich auch in diesem Fall getan. Und ich konnte nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt wirklich mit einem Journalisten mich austausche oder mit Frau van Baalen, der Klimaaktivistin, die auch porträtiert wurde, selber. So, und das war für mich der Punkt, wie ich gesagt habe, so klappt das nicht mehr. Um das vorwegzunehmen, das hat auch gefruchtet. Wir haben uns dann einmal ausgesprochen, dann hat das auch funktioniert. Aber als ich mir das Endergebnis dann angesehen habe, da habe ich gedacht, so, ja, es, klar, wurde viel zusammengeschnitten, das musst du auch machen an solchen Tagen. Du drehst 10, 12 Stunden, hast am Ende 20 Minuten, natürlich stark verkürzt. Aber auch immer so diese, wenn ich dann kam, immer so diese dunkle Musik und dieses Teaserbild am Ende, ne, wo ich so, also in dieser rechten kleinen Ecke und gucke auch noch so grimmig und Frau van Baalen, die dann so ganz ehrfürchtig den Kopf geneigt hat und so eine Welt angeguckt hat, das war dann das Teaserbild eben zur Sendung. Da habe ich schon gesagt, ja Leute, weil wem das keine Assoziation oder zumindest ein Geschmäckle hervorruft, ja, natürlich tut es das. Aber die Leute haben es natürlich auch gemerkt. Also ich habe ganz viele Nachrichten von den Zuschauern bekommen, die gesagt haben, super gemacht, danke, dass du da auch hart geblieben bist. Ja, weil es geht nicht, es geht nur, Klimaschutz funktioniert nur mit unseren Unternehmen, mit unserer Wirtschaft und nicht an den Unternehmen vorbei. Aus vielen Gründen, die ich euch jetzt erspare und nicht nochmal darlege. Aber im Grunde hat mir der Heuler des ZDF-Journalisten eigentlich noch geholfen oder eigentlich noch gut getan, weil ich glaube, dass diese Sendung gar nicht so medial behandelt worden wäre, wie es im Nachhinein der Fall war, weil Ben Bode sich zu seinem Gefühlsausbruch hat hinreißen lassen. Also man Ja, man hat einfach versucht, mit Emotionen etwas zu verkaufen. Das ist, denke ich, mal klar. Ja, die Zuschauer merken das. Die merken das, weil überzogen wird natürlich. Aber die generelle Frage... Es ist auch nicht seine Aufgabe. Natürlich nicht. Die generelle Frage und Aufgabe ist ja zu beobachten überhaupt, wenn diese Rundfunkanstalten sich einem Marktprozess stellen würden, wären die in der Lage, das zu refinanzieren, was sie da ausgeben? Genau. Mit Sicherheit nicht. Ja. Und, oder ich stelle das mal in Zweifel. Mit Sicherheit nicht, kann ich nicht sagen. Und an der Stelle wäre es eigentlich auch gut, Stichwort freiwillige Kooperation, erzwungene Kooperation. Ich bin gezwungen, das zu bezahlen. Ja. Das finde ich auch extrem problematisch. Darüber muss man halt auch sprechen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den Sie hier ansprechen. Weil ich meine, die können ja machen, was sie wollen. Das Problem ist bloß, dass wir das alle bezahlen. Ob wir es gucken oder ob wir es nicht gucken. Und ich habe mir mal rausgesucht, wie die Kosten mittlerweile explodiert sind in Bezug auf Beiträge, die der Kunde bzw. jeder einzelne Bürger zu zahlen hat. Und da haben wir, okay, das ist jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich mache es mal trotzdem. 1954 hat man 3,58 Euro bezahlt pro Monat und jetzt sind wir bei 2021 bei 18,36 Euro und es gibt die Bestrebung, ab 2024 bzw. 2025 die Gebühren wieder zu erhöhen. Ich glaube, 6 Bundesländer haben das mittlerweile abgelehnt. Sachsen gehört leider nicht dazu. Unser Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auch in einer öffentlichen Veranstaltung dazu gesagt, dass er auf jeden Fall für die Beitragserhöhung stimmen wird, weil er möchte die Qualität steigern der Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist natürlich der große Lacher, der dann auch logischerweise durchs ganze Publikum ging. Qualität bekommt man nur, wenn man Wettbewerb hat. Deswegen ist ja auch gut, dass es sowas gibt wie hier. Das ist eben Wettbewerb. Wettbewerb ist auch ein Entmachtungsinstrument an der Stelle. Und ich glaube, dass diese Diskussion schon auch in die Breite sollte, dass man einfach mal darüber sprechen muss, ob der Staat sich so ein teures Mediensystem halten muss, um eben da gewisse Gesinnungen dann ins Volk zu bringen und da Indoktrination zu betreiben. Das ist ja das, was da stattfindet unter dem Strich. Mhm. Ihr Punkt ist genau der gewesen, auf den ich heraus wollte. Gar nicht so sehr die Gesinnungsfrage. Können wir ein anderes Mal diskutieren. Aber ich sehe hier, Anne Will jährlich 7,5 Millionen Euro, Hart aber fair 6,6 Millionen Euro, Maischberger die Woche 4,7 Millionen Euro. Das sind alles Summen. Und ich komme aus dem Privatfernsehen. Mhm.
die kriegst du nicht im Privatfernsehen. Im Gegenteil, Bruchteile davon. Also ich glaube, das Budget für eine wirklich renommierte, qualitativ hochwertige Politik-Talkshow damals von einem österreichischen Privatsender, der auch in Deutschland ausstrahlt, lag schon extrem hoch im Markt bei 60.000 Euro. Mhm. Aber es ist ein quasi zwangsmonopolistisches System. Das heißt, da ist überhaupt kein Anreiz gegeben, zu Haushalten zu sparen. Das ist alles nicht da. Also wir landen immer wieder bei Anreizen, die auch da fehlgeleitet sind. Also und man muss dazu sagen, das wissen ja viele Zuschauer nicht, was dort Usus ist, die Moderatoren produzieren sich selber. Also die bekommen nicht nur eine Moderationsgage, sondern sind meistens für die Firma, die das Ganze produziert, dort auch noch als Geschäftsführer oder Anteilseigner oder Ähnlichem tätig. Und wenn ich mir da die anschaue, die Produktionsfirma von Anne Will GmbH, hat im vergangenen Jahr einen Gewinn ausgewiesen von 1,2 Millionen Euro. Und laut Business Insider ist die alleinige Gesellschafterin Anne Will. Du weißt Bescheid, ne? Aber die zahlt wenigstens Steuern. Ja, das tut sie. Das tut sie. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie sich dem Marktprozess hier stellen und mir ein bisschen weniger nach Hause gehen. Ja, sehr viel weniger, wenn ich mir anschaue. Wir versuchen, was dazu beizutragen. Blasberg hat anscheinend 21.500 pro Sendung bekommen für 34 Sendungen im Jahr. Das macht insgesamt 730.000. Davon kann ich nur träumen. Bekommen und verdient ist die Frage. Ja. Verdient hat er mehr, weil der hat auch zusammen mit einem Kollegen hat er die Produktionsführer bei Ansager und Schnipselmann. Die hat aber fair produzieren hat oder er jetzt noch produzieren. Er meinte das Begriffswirrwarr. Ach so. Ja. Ach so. Ja, habe ich nicht verstanden. Aber auf jeden Fall, wer auch immer solche Summen zahlt, kann sich natürlich jederzeit bei mir melden. Ich habe sämtliche Sprüche drauf, von vom Zweiten sieht man besser hin zu mein ARD, let me entertain you. Ich mache es Ihnen deutlich günstiger. Das war Stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Vielen Dank für diese tolle Runde und tolle Sendung. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können uns in die Kommentarspalte schreiben, wie Sie diese Sendung gefunden haben. Teilen Sie die Sendung mit Ihren Freunden, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.